Blake, Mr. Maas. Erzählen Sie ihm, was passiert ist. Es war heute Nachmittag. Ich ging in den Park mit meinem Sohn Sean. Wir haben ein wenig zusammen gespielt. Dann wollte er auf das Karussell, also setzte ich ihn auf eines der Holzpferde. Und als ich mich umdrehte, war Sean verschwunden. Um exakt wie viel Uhr waren Sie im Park? Überlegen Sie genau, Mr. Maas. Jedes Detail kann wichtig sein. Es war ungefähr... Und ja, Leute, damit erstmal ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Heavy Rain. Ich muss schnell antworten, Leute, erstmal. Und ja, genau. Wir freuen uns sehr, dass du wieder eingeschaltet hast, natürlich. Ich habe auf die Uhr im Park geschaut, als ich ankam. Zu diesem neuen Video, Leute. Er trug eine Jacke. Schwarz, glaube ich, war das? In Schwarz. Ich weiß auch nicht mehr ganz, Leute. Da würde ich sagen, gerne liken, wenn es gefällt, wie in jedem Video. Und dann beantwortet erstmal die Fragen. Ich glaube, die Hose war braun, oder? Ich glaube, die Hose war braun. Wie konnte Sean verschwinden, ohne dass Sie es merkten? Waren Sie nicht bei ihm am Karussell? Ich erinnere mich nicht genau. Es ging alles viel zu schnell. Ja. Sie waren mit Ihrem Sohn nach der Schule im Park. Sie meldeten sich hier um 20.15 Uhr. Warum sind Sie so spät zur Polizei gekommen? Ich ging nach Hause und wartete dort auf ihn. Ich dachte, er ist mit einem Freund weg und kommt bald heim. Das sind so dumme Antworten, ne? Aber einfach mal gucken, wie er antwortet. Sie können gehen, Mr. Maas. Wir suchen Sean die ganze Nacht. Wir werden uns melden, wenn wir Sie brauchen. Glauben Sie, der Origami-Killer? Hören Sie, vermutlich ist Ihr Sohn nur weggelaufen und kommt bald wieder. Und wenn es der Origami-Killer ist? Dann haben wir noch 4 Tage, um ihn lebend zu finden. Was ein Wichser, oder? Was ein kleiner Wichser ist dieser Blake. Ich verstehe nicht, wie man so ein Wichser sein kann als Polizist. Ja, wir haben auch schon gesehen, Sean ist verschwunden wieder und Ethan hat sehr komische Antworten gegeben. Wie gesagt, mal kurz testen, wie es ist, und da ist auch die Grace. Nein, noch nichts. Aber sie suchen die ganze Nacht. Glaubt man, dass es der Origami-Killer ist? Grace, das kann man noch nicht sagen. Aber es ist eine Möglichkeit. Was ist passiert, Ethan? Wie konntest du Sean verlieren? Du hättest ihn nie aus den Augen lassen sollen. Verdammt, ist es denn so schwer, auf ein Kind im Park aufzupassen? Warum hast du ihn allein gelassen? Warum? Hat Jason zu verlieren nicht gereicht? Boah, Alter. Alter. Entschuldige. Das wollte ich nicht sagen. Ich vermisse ihn so sehr. Ich kann es aber auch irgendwie verstehen, warum Grace sauer ist, ne? Ich meine, die beiden Kinder waren in seiner Obhut, in seiner, sag ich mal, unter seiner Beobachtung. Ja, und er verliert beide einfach. Also, ich als Elternteil, wenn es meine Frau oder meine Freundin wäre, ich wäre auch sauer auf sie. Ich meine, zweimal ein Kind zu verlieren, egal warum auch immer, ist einfach nur schrecklich. Dienstag, 9:52, 35,41 mm. Silent Rea. Am Kiosk. Boah, musst du halt schon ein bisschen Bock auf so einen Kiosk, ne? So ein bisschen Süßigkeiten kaufen gehen oder so. War als Kind immer übelst cool eigentlich, ne? Immer nach der Schule ins Kiosk gehen, ein Eis kaufen oder was zu trinken und so. Was geht, was geht's? Machen wir erstmal die Ermittlung hier. Kann mit ich Ihnen Scott helfen? Shelby. Das hoffe ich. Ich bin Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich ermittle im Fall des Origami-Killers. Ich hätte ein paar Fragen. Mein Sohn ist tot, Mr. Shelby. Mehr habe ich nicht zu sagen.
Sie wissen vielleicht etwas, das Leben retten könnte. Ich konnte das Leben meines eigenen Sohnes nicht retten. Ich verstehe nicht, wie ich das Leben anderer retten könnte. Indem du irgendwelche Infos raushaust oder so, keine Ahnung. Der Killer hat noch ein Opfer entführt. Einen 10-Jährigen. Wie ihren Reza. Hören Sie, ich habe genau 4 Tage, bevor wir seine Leiche irgendwo finden werden. Niemand tat etwas für meinen Sohn. Also, würden Sie jetzt bitte gehen? Haben Sie Inhalatoren? Meiner ist alle. Dann war ich wenigstens nicht ganz umsonst hier. Ja, ganz hinten, rechts. Danke. Habt ihr es gerade gehört, Leute? Habt ihr es gerade gehört? Ich weiß nicht genau, wann es jetzt ist, in welcher Zeit Ethan bei Polizei war, aber es ist ja nicht klar, dass der Sean von dem Origami-Killer geholt wurde, oder? Also, das war ja jetzt nicht, ist ja nicht safe. Klar, es ist schon wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, jetzt in der jetzigen Situation, aber in der Situation, wie die gerade sind, könnt ihr ja gar nicht wissen, dass der Origami-Killer ihn geholt hat, oder? Also, da hat sich Scott auch ein bisschen, ja, bisschen spekuliert, ne? Ich will jetzt nicht so viel verraten, aber ich denke, die meisten, die es schon kennen, wissen, was ich meine. Ja, also, okay, krank. Aber ich denke, ist auch als normal denkender Mensch irgendwie klar, wenn ein Kind verschwindet, dass das der Origami-Killer war. Aber das ist dann nicht safe, ne? Deswegen kann ich es auch nicht so sagen, eigentlich, der Scott Shelby. Und da ist ein Crackhead. Nach etwas Bestimmtem? Gib mir die Kohle aus der Kasse! Keine scheiß Spielchen! Gib mir die Kohle aus der Kasse! Keine scheiß Spielchen! Mach die Kasse auf, Arschloch! Hol das Geld raus! Mach die Kasse aus, Arschloch! Hol das Geld raus! Scheiße, bist du taub? Wir müssen ihn retten, oder? Sollen wir ihn retten, Motze? Sollen wir mal retten, oder sollen wir einfach mal verkacken? Nein, Sir. Sie haben nicht das sollen Recht, wir ihn retten oder mal verkacken? Ich habe hart dafür gearbeitet. Ich glaube, ich werde mir stehen bleiben, Leute. Ich bleib hier mal stehen, Leute. Oder soll ich ihn retten? Ich weiß gar nicht, soll ich ihn retten, Leute? Es ist irgendwie schwer zu sagen, aber ich probiere es mal irgendwie so zu machen. Einfach nichts zu machen, würde ich sagen. Mal sehen, wie er reagiert. Das haben wir, glaube ich, noch nie gemacht. Nicht beim Livestream haben wir es mal gemacht. Deswegen bin ich mal gespannt, wie der Kioskverkäufer reagiert, wenn wir ihn nicht retten sollten. Ne? Ich glaube, er wird keine Infos rausgeben. Wir können aber fliehen! Wollen wir fliehen, Leute? Das kann ich nicht tun. Wollen wir einfach fliehen? Ich mach dich kalt, Alter. Ich schwör bei Gott, ich blas dir das Hirn raus. Aber komm nicht mal rausgehen, es geht nicht mal raus. Also ich würde natürlich retten, aber einfach mal gucken, was passiert. Wenn wir nichts machen einfach. Fuck! Fuck! Das Scheißding ist zu! Ich bin jetzt gespannt, Leute. Ich hab's noch nie gesehen. Ich habe entweder ihn gerettet. Oder ich habe im Livestream ja ihn angeschossen, also halt Scott Shelby angeschossen lassen. Mal sehen, wie es ist, wenn wir ihn einfach laufen lassen. Alter Schwede, es ist krank. Ich zähle bis 3. Wenn du die Kasse nicht aufmachst, ich schwöre bei Gott, ich blase dir das Hirn raus. Wir warten, Leute. Wollen Sie wirklich jemanden töten für ein paar Dollar? 2? Warten hier, Leute, wir warten hier jetzt. Das ist Unrecht, Sir. Es tut mir leid. Einfach mal zum Testen, Leute. 3. Oh, shit. Schieß, wirklich? Alter, Leute, er schießt wirklich. Er schießt einfach. Heilige Scheiße, Digga! Hä? Ich hätte etwas tun sollen. Vielleicht hätte ich es verhindern können. Ich glaube, es ist ein Alkohol. Scheiße. Er hat Hassan erschossen. Zeit, einen Notruf abzusetzen. Jetzt müssen wir den Notruf rufen einfach. Ach du Scheiße! Ich wünschte, ich hätte so lange gelebt. Er lebt noch. Um in die Augen des Mörders meines Resas zu blicken. Zu viel Wut hier drin. Ach du Kacke. Das ist jetzt krass. Ruht in Frieden, Hassan.
Wir hätten dich in einem anderen Universum gerettet. In einem Multiversum oder so, in einer Parallelwelt. Aber in dieser Welt stirbst du leider. Krass. Ich dachte, er verprügelt ihn einfach, klaut das Geld und rennt weg. Ich dachte, das wäre jetzt eigentlich der Ausgangspunkt, aber nein. Er schießt einfach los. Krass. Sehr, sehr krass. Deswegen, Leute, ist immer so, welche Spiele übelst geil, immer andere Wege sehen, andere Sequenzen und dann überrascht sein, dass es eingetroffen ist und man was anderes vielleicht erwartet oder so. Saugeil. Saugeil. Und jetzt sind wir hier am Start mit einer wunderschönen Frau in einem riesigen Apartment hier. Guten Abend. Schlafstörung, hä? Fühle ich, kenne ich so gut. Mittlerweile schlafe ich ein bisschen besser schon, aber hatte schon ein paar Tage, wo ich da nicht so gut geschlafen habe. Ja, und auch mitten in der Nacht aufgewacht bin. Aber es wird schon alles. Da würde ich sagen, aufstehen erstmal uns ab in diesem riesigen Apartment hier. Also ich muss sagen, für mich ist es ein bisschen zu frei alles hier. Auch ein bisschen kalt, war dieser Boden? Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen Metallboden, oder? Oder ist es Holz? Ist es nicht Holz oder irgendwas anderes? Aber ich finde, das ist auch ein bisschen... Ah, das ist so... Ah, ich habe den Boden vergessen. Den haben wir auch hier im Wohnzimmer. Nicht Porzellan. Halt was Glattes. Hab den Namen vergessen, muss ich sagen. Ist mir ein bisschen zu kalt ohne Teppich, ne? Willst du schlafen oder so? Kannst du schlafen, hä? Also, wenn man mit jemandem hier lebt, mit ein, zwei Personen, ist es schon ganz cool. Aber alleine? Bei so einem riesigen Apartment? Naja. Ist jetzt nicht so das Wahre, ne? Aber wer kann, der kann. Ich denke, in Amerika sind auch die ganzen Immobilien auch sehr teuer. Und auch sowas hier, was wir gerade sehen. Ja, in Berlin ist auch nicht anders. In Berlin ist auch wirklich alles sehr, sehr überteuert. Die Immobilien hier. Dann würde ich sagen, bist du nicht anmachen und vielleicht was trinken oder so. Ein Kaffee. Ein kaltes Wasser, ein Tee zum Beruhigen und einfach schlafen oder so. Also, was du haben willst hier. Was ist denn hier so Schönes? Zeitschriften. Modelzeitschriften. Hallo, ist hier jemand? Ist hier irgendwo ein Spanner oder wie? Das ist auch gruselig, deinen Stalker zu Hause zu haben, ist echt das Schlimmste, ne? Ach, das ist sogar ihre Küche! Einfach so eine Kochplatte hier mit einem Ofen unten. Okay. Ist zwar auch was Neues vielleicht, aber... Wenn man das machen kann, dann kann man das machen, ne? Wenn man damit kochen kann, ist alles gut eigentlich. Hauptsache, man hat was zu essen. Und auch was zu trinken hier. Kann man noch duschen gehen oder so? 2.47 Uhr. Immer zur gleichen Zeit. Ich sollte die verdammten Tabletten nicht mehr nehmen. Verdammte Schlaflosigkeit. Ich bin hundemüde, kann aber einfach nicht schlafen. Und das ist, was ist das jetzt, ein Kaffee oder wie? Ich glaube, ein Kaffee trinken ist doch nicht so smart in der Nacht. Oder? Was sagst du? Was sagst du, Wenn ich mich mit etwas beschäftige, schlafe ich vielleicht ein. Eine schöne heiße Dusche, die zaubert mich in einen tiefen Schlaf. Eine schöne heiße Dusche, zaubert mich durch. Warum redet sie so, Alter? Als würde sie richtig stöhnen und so, Alter, diese Madison hier. Eieiei. Ich habe eine schöne Dusche, dann kann ich schon einschlafen. So redet sie einfach, Alter. Das Badezimmer ist jetzt wo, Madison? War das nicht jedes Badezimmer oder bin ich blöd? Hä?
Wo war das Badezimmer? Das war doch dort vorne, oder nicht? Dort bei der roten Tür. Oder irre ich mich gerade? Nee, ich irre mich nicht. Es war doch die Tür. Da würde ich sagen, lass mal duschen. Ich glaube, das muss ich auch rausschneiden. Beziehungsweise was anderes machen. Weil sie vielleicht nackt wird. Ich glaube, diese Waschbecken kämen von Harry Potter, war. Diese runden Waschbecken hier. Ich muss immer an Harry Potter denken, wenn ich die Waschbecken sehe. Da war immer noch so ein Mädchen als Geist. Ich habe den Teil ein bisschen vergessen. Ich glaube, das war so der erste Teil. Ja, da war halt noch so ein Geistermädchen oben, hat irgendwie mit Harry gesprochen immer und dann haben sie alles überflutet. Keine Ahnung, welche Stelle es war von Harry Potter. Vielleicht wisst ihr es ja, von welcher Stelle ich gerade rede. Ja, da würde ich sagen, ziehen wir uns erstmal aus und ich muss dann, glaube ich, mein Face reinhalten. Oder was anderes hier. Oh, shit. Boah, das, okay, das muss weg, das muss definitiv weg. Dann dusch mal. An die Menschen, die das livestreamen, ne? Das ist ja voll ein Schlag ins Gesicht, Alter. Und die das Spiel vielleicht nicht kennen sollten, ne? So, ein bisschen duschen hier. Oh. Ja. Alter. Also, die ist schon eine Hammerfrau, ne? Muss man sagen. So, würde ich sagen, bisschen noch abtrocknen, dann werde ich das Spiel dann gleich wieder für euch zeigen, Leute. So, genug geschnackert hier. Anziehen erstmal. Und dann würde ich sagen, geduscht, sieht fresh aus, Madison. Dann würde ich sagen, noch Pipi. Ah, erstmal Pipi und dann duschen eigentlich, wa? Ich glaube, danach ist auch ein bisschen blöd, aber egal, passt schon. So, machen wir Pipi hier. Ich hoffe, das muss ich jetzt nicht wegschneiden. YouTube ist ja immer ein bisschen sensibel, was es anbetrifft, deswegen mache ich es auch mal einfach mal weg. Ja, ist zwar jetzt nichts Schlimmes, aber YouTube ist halt YouTube, ne? Da weiß man dann nie, wann die uns einen reinwürgen wollen oder nicht hier als Content Creator. Okay, dann würde ich sagen, keine Gedanken mehr, Madison. Dann gehen wir erstmal raus hier und machen unsere anderen Dinge hier. Vielleicht schlafen oder was anderes. Der wollte Milch haben, oder? Ich glaube, das war von jemandem der Vater, der Milch holen war und jetzt zurückkehren will. Oder er will hier bleiben mit uns und was anderes machen. Ich bekomme jetzt ernsthaft Angst. Die Kühlschranktür. Ich habe sie bestimmt zugemacht. Die geht nicht allein auf. Der Schlafentzug macht mich wahnsinnig. Steh auf, mach die Kühlschranktür zu, geh ins Bett. Ganz ein. Hier ist jemand. Hier ist jemand in der Wohnung. Boah, das ist schon das Schlimmste, ne? Eigentlich als... Das Telefon auf dem Tisch. Ich könnte Hilfe rufen. Allein wohnender Mensch. Die Tür. Der einzige Weg nach draußen. Wenn ich sie erreiche, habe ich noch eine Chance. Egal, was sie nehmen, Leute. Ich glaube, es wird eh nichts bringen. Deswegen zum Telefon würde ich sagen, schnell. Ich muss zur Tür. Raus hier. Nein, ruf jemanden an. Schnell. 911. 911 hier. Die Polizei. Schnell. Ruf doch an. Ja, moin, Säger. Ich sag, ruf an. Sie macht wieder sowas hier. Man kennt sie ja. Komm schon. Bleib ruhig. Ich komme da. Was ist, wenn wir hier reinlaufen? Was ist, wenn wir hier reinlaufen, Leute, jetzt bei den Einbrechern? Was passiert dann? Oh. Na, das bringt nichts. Wir werden eh erwischt. Oh, shit! Wollen wir es schaffen oder verkacken, Leute? Ich glaube, wir machen mal einfach mal das Richtige hier. Im zweiten Let's Play hier. Zu Heavy Rain. Na, du Wichser, was geht? Frisst Treppe. Der Leiter meine ich. Let's go. Na, schmeckt die Leiter? Oh, da ist noch einer. Zwei gegen einen. Und dann noch als Frau. Er ist nicht so fair. Oh, shit. Lass das Messer stehen, Alter. Frisst das hier. Bam. Kleiner Wichser, schramm dein Leben, du Bastards. Ey, nicht, wir sind nicht mehr Wrestling, Alter, mal auf. Ist auch Wrestling, wa? Bam! Oh, shit. Friss meinen Fuß. Der Fuß wird die Schiss. Bam! Ja, moin, Digga. Lass uns doch los, du Bastards. Bam!
Hat sie gerade sein Ohr abgebissen oder was habe ich gerade gesehen? Oh, da ist noch was drin. Bam! Dreckiger Wichser. Oh, Junge. Oh, Junge. Oh, ich dachte, wir wollen ein Video drehen. Leute. Irgendein böses Video für Erwachsene. Ja, moin, Sieger. Nicht mein Fernseher. Nein, mein 5000 Euro Fernseher. Aua. Ich glaube, das ist doch kein Erwachsenenvideo. In Sicherheit? Fragezeichen. Das ist für meins Raum, ne? Alles meins Raum. Überraschung. Aber schon gruselig, ne? Auch als Mann alleine, wenn irgendwie Einbrecher in ein Haus reinkommen, du einfach alleine bist, was du zu machen gegen 4, 5 Menschen mit Messern, ne? Da kannst du auch so stark sein, wie du willst. Ein Stich, du bist erledigt, Alter. Das ist schon echt krank hier, muss man sagen. Wie mit Ethan Mars am Start. Also, das Spiel nimmt langsam Fahrt auf und es ist sehr geil. Wie langsam die Story erzählt wird, einfach am Anfang. Die Charaktere werden eingeführt und. Also, ist schon sehr geil. Mittwoch, 7.31 Uhr und da sind die ganzen Paparazzi, die ganzen Pressefuzzis, die ganzen Parasiten, ja, die einfach ihre Story haben wollen. Und einfach nicht auf die Persönlichkeit oder gerade eben, gerade jetzt die Menschlichkeit von Eve ein bisschen, sag ich mal, anspucken. Ja, und einfach auf den Boden schmeißen und drauftreten. Ich meine, sein Sohn ist verschwunden. Sein Sohn ist weg. Er wurde höchstwahrscheinlich vom Origami-Killer entführt. Ja, und dann Hauptsache da vor der Haustür chillen und die Story haben wollen, ne? Also sehr dreckig. Paparazzis und auch generell die Presseidioten manchmal. Bisschen Menschlichkeit muss auch da sein, finde ich, bei so einem Job. Ne? Als die Eltern vom Kirchgang nach Hause kamen, waren alle Kinder verschwunden. Sie suchten und riefen sie. Sie weinten und flehten, doch alles war vergeblich. Die Kinder wurden nie wieder gesehen. Kranker Bastard. Einfach ein kranker Bastard. Eine Nummer am Bahnhof. Da müssen wir hin, Leute. Ich muss hier weg und rausfinden, was dieser Schein bedeuten soll. Was bedeutet das? Eine Art Geschichte? Der Brief könnte etwas mit Shauns Verschwinden zu tun haben. Ich muss ihn der Polizei zeigen. Sieht aus wie ein Schließfachschein. Die Origami-Figur in meiner Hand nach dem Blackout. Es ist die gleiche, die der Mörder in die Hände der Opfer legt. Ich habe keine Ahnung von Origami. Das ergibt keinen Sinn. Ich kann es nicht gewesen sein. Ich könnte, würde niemals so etwas tun. Wir schauen mal hier rein, Leute. Mal sehen, ob wir hier irgendwas Cooles entdecken. Irgendwas Interessantes, hier eine Szene triggern. Und es ist auch so eine neue Szene hier. Er trauert um seinen Sohn, ist ja klar. Und die Sache ist die, man kann, glaube ich, raus aus dem Garten gehen oder durch die Vordertür, aber ich probiere mal, ob man hier irgendwie rausklettern kann aus dem Fenster oder so. Oder auf, keine Ahnung, auf der Terrasse, keine Ahnung, irgendwas anderes ich vielleicht. Ich bin der Origami-Killer. Die Morde passieren während meiner Blackouts. Ich bin es. Verdammte Reporter, die belagern den ganzen Tag mein Haus. So eine Wichser, so eine Idioten, ey. Ich muss raus. Ich werde hier drin verrückt. Kann er irgendwie rausklettern aus dem Fenster oder geht das nicht? Ich glaube, es geht nicht, ne, Leute? Ich glaube, es geht nicht. Wenn ich rausgehe, stürzen sie sich auf mich und nerven mich mit ihren Fragen. Ich kann das nicht. Natürlich kannst du es nicht, Ethan. Es erwartet eigentlich jemand von dir, aber es erwarten diese Presseidioten, Alter. Da würde ich sagen, ich glaube, im Haupt-Let's Play haben wir den Garten genommen. Auch im Livestream haben wir, glaube ich, auch die Vordertür genommen. Ich würde sagen, einfach als zweites Let's Play die Tür nehmen, oder einfach? Und dann einfach durchlaufen und diese Vollidioten in die Augen blicken. Wir gehen, Leute, wir gehen. Sorry, Ethan, ich würde dich zum Garten schicken,
wenn ich jetzt das normal spielen würde, zum allerersten Mal. Aber wir sehen, wie es wird, Leute. Let's go. Das Auto geht zum Auto. Ich gehe direkt zum Auto, ohne Ant weitergehen, was auch passiert. Bloß nicht anhalten. Antworte ihnen nicht. Sag nichts. Versuche nur, deinen Sohn zurückzubekommen. Mein Auto. Mr. Mars, stimmt es, dass ihr voll Idioten, voll Idioten, dreckige Parasiten, verzieht euch, verzieht euch. Fuck off aus meiner Straße, kleiner Wichser. Immer diese geldgeilen, dramageilen Menschen, ne? Dann immer schön filmen, auf TikTok hochladen und sagen, haha, Eve Mars habe ich gesehen, haha, TikTok, TikTok. Dann schön Likes, Klicks geilen und dann sagen, oh, rip, 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 Sean, rip, Sean. Ach, solche Heuchler. Alles Heuchler, das Social Media Bits. Meine Fresse. Krieg so das Kotzen, ey. Egal, erstmal abbringen, würde ich sagen. Dann ab zum Bahnhof, würde ich sagen, hier. Okay, Leute. Ich muss es durch die Menge schaffen. Ich kann kein Gedränge ertragen. Es geht einfach nicht. Dann würde ich sagen, nächste Folge, dann zum Stießbach. Like, wenn es gefallen hat. Wir hören uns dann. Bleibt gesund und ciao, ciao.